Machen wir es kurz und schmerzlos. Berger hat keine Freundin. Der Mann mit dem Titelsong zur zweiten Big Brother Staffel ist solo. Aber Vorsicht, bevor ihr euch da vielleicht um die freie Stelle bewerbt, egal wie ihr seid, ihr werdet immer nur die Nummer 2 sein. Die Nummer 1 im Leben von Berger ist nämlich die Musik und wird es auch immer bleiben. Da kennt der Junge gar nichts, keine Diskussion. Schlecht fürs Liebesleben, aber gut für die Karriere. Hier kommt der höchste Neueinsteiger der Woche. Von 0 auf 2, Berger mit seiner Big Brother-Hymne, zeig mir dein Gesicht. Schau in den Spiegel, schau doch tief in mich rein. Wenn du dich nur erkennst, dann kannst du stolz auf dich sein. Nicht nur damit du allen gefällst, unterschätzt nicht deinen eigenen Wert, bleib immer nur du selbst. Zeig mir dein Gesicht, zeig mir, wer du wirklich bist. Bleib dir treu, verstell dich nicht für mich. Halt an allem fest, was dir wichtig ist. Beim Sondermüll gelandet oder konnten sie sich halten? Wie lang ist der von Eminem? Und warum sieht Lionel Richie so scheiße aus? Das sind Fragen. Eine davon beantworten wir gleich. Hier kommt erstmal der Schnelldurchlauf mit den Plätzen 10 bis 2 der Hitlist Germany. Sydney war angeblich das beste Olympia aller Zeiten und in diesem Sog schwimmt auch Vanessa Amorosi mit der bezaubernden Hymne nach oben, die sie da gesungen hat. 6 Plätze rauf auf die 10, Absolutely Everybody. Was
macht Darude wohl, wenn er von seinem eigenen Sound so richtig die Schnauze voll hat? Genau, er geht zu seinen Kumpels und leiht sich eine Metallica-Scheibe aus. Von 10 auf die 9 steigt er diese Woche mit seinem Sandstorm. Wenn Christoph Daum wegen Koks nicht Bundestrainer sein darf, darf dann Whitney Houston wegen Haschkonsums nicht mehr singen? Doch, sie darf, und zwar wie letzte Woche auf der 8 mit Enrique Iglesias' Could I Have This Kiss Forever. Genialen Refrain von Around the World schaffte es das Quartett ATC doch tatsächlich, Deutschlands meistgespielten Radiohit ever zu landen. Damit das mit My Heart Beats Like a Drum nicht auch noch passiert, schickt das Volk ATC runter von 4 auf die 7. Wenn Moses P. Stefan Raab verdrischt, weil der frech über ihn geredet hat, was wird Mr. P. dann erst mit Xavier Naidoo anstellen? Der hat ja bekanntlich Moses' Label im Zoff verlassen und fällt von der 3 auf die 6 mit den Söhnen Mannheims und geht davon aus. Toby, Jerry, Tobin und Dave, die bösen Buben von Papa Roach, wissen, wie man sich fühlt, wenn man kurz davor ist, sich einen Strick zu nehmen. Last Resort heißt deswegen ihr neuer Track und damit steigen sie von Platz 12 auf die 5. Ah, jetzt gibt es die Noten von She's Got That Light auch noch zu kaufen, damit jede gestörte Hausfrau das Stück auf dem Klavier nachklimpern kann. Eine gemeine, aber geschickte Attacke von Orange Blue und sie steigen weiter von der 6 auf die 4. I need her hand, 'cause she's my home. Romain liebt Mozart, Bach und Debussy. Jan liebt Aerosmith, Queen und David Bowie. Zusammen sind die beiden Mojo und machen das musikalische Gegenteil von all dem, was sie mögen. Smooth und Disco-Sound wie Lady Hear Me Tonight. Diese Woche 1 runter auf die 3. Zeig mir dein Gesicht. Jetzt muss der Sohnemann ran. Nachdem Cindy und Bert durch die Abschaffung der Hitparade arbeitslos geworden sind, schicken sie ihren Sprössling Berger auf die Bühne. Neu auf Platz 2 mit der Big Brother-Hymne Zeig mir dein Gesicht. Die Rednecks gekidnappt. Wer war's? Sind sie von der Hisbollah-Miliz in Süd-Libanon verschleppt worden? Oder ist dem CIA, Interpol und dem FBI endlich ein gemeinsamer Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen? Nein, es war nur die eigene Plattenfirma. Unter einem Vorwand wurden die Rednecks nach Köln gelockt, um auf eine Überraschungsparty entführt zu werden. Dort gab es dann eine kleine runde Platinscheibe für 500.000 verkaufte Singles. Diese Zahl spricht für sich. Hier ist die alte und neue Nummer 1, die Rednecks und The Spirit of the Hawk. Habt noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.
Some of them have run away to the hills and have no shelter. No food. No one knows where they are. Hear me, my chief. I am tired. My heart.